Warte, ich bück mich und überfahre den jetzt einfach. Oh shit, nicht mehr überfahren kann ich den. Oh. Ah. So, einmal zur Info, bevor das weitergeht, und zwar, das Auto hier ist noch in der Beta. Also nicht wundern, das Interieur ist noch nicht fertig. Es wird noch gefixt auf jeden Fall, es wird noch dran gearbeitet. Und ja, den Rest erfahrt ihr dann im Hauptvideo, ne? Bis dann. Moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge. Heute mal wieder mit einem DFL-Fahrzeug, und zwar einem A6. Der wird tatsächlich die nächsten Tage mal released. Kommt drauf an, wann das Video kommt. Könnte es schon an dem Tag sein oder erst an einem nächsten Tag. Also morgen oder so. Ich weiß nicht genau. Wissen wir. Schön, jetzt blinke ich und. Ja, toll. Egal. Ja, komm, gehen Sie bitte. Ich habe einen Code-2-Einsatz. Tatsächlich soll da irgendwas Gestohlenes oder so sein. Da fahre ich den mal Code-2 an. Nur die Ampeln, die zählen halt nicht, ne? Ah, die war sogar grün. Ah, vorbildlich, ne? Bei grün gefahren. Bei rot. Blaulicht. Entschuldigung, das war jetzt nicht so krass, dieser Drift, ne? Au. Das war's mit der Felge. Falls ihr euch wundert, warum meine Stimme so ist, es ist gerade mitten in der Nacht, eher gesagt, fast 1 Uhr. Ja, das ist halt leider ein bisschen nervig. Deswegen, da kann ich nicht ganz so laut reden. Ich hoffe, es ist trotzdem okay. Mal schauen, was hier los ist. Und hier ist irgendwie... Oh. Guten Tag, Officer. Guten Tag. Wie kann, was ist hier passiert? Hat jemand das Fahrzeug angeberührt? Nein, es war alles Dimitri. Ja, schön. Ich werde mir mal ein paar Augen machen über den Platz. Kein Kennzeichen und es fehlt eine Tür. Den fragen wir gleich mal, warum wir dann so viele... Und dann ein Buch liest hier in der Sperrzone. Ein geplatzter Reifen. Was hier im Koffer? Ich bin natürlich ein Profi, ne? Ich drücke natürlich zuerst die Taste, bevor ich mich dahin gedreht habe. Na, ah, ich habe nichts gefunden, schade. Was ist denn hier? Nix. Gute Arbeit, FBI. Guten Tag, Herr. Ah, wissen Sie, was hier passiert ist? Ich habe aus dem Fenster geschaut und dann habe ich jemanden gesehen in der Nachbarschaft. With the... Did you see the stolen car? Yes. The guy is to work on it. Okay, sagen Sie mir, was Sie hier machen. Ich habe ein Sportcar. Also er hat sich das Fahrzeug angeschaut. Und dann habe ich geschrieben, ich kann die Cops anrufen. Und dann sind sie weggefahren. Ah, schön. Das ist natürlich jetzt, ich weiß nicht, was ich weitermachen soll. Vielleicht der Kollege da vorne. Ja, arbeitet der Kollege fleißig mit seiner hübschen G-Klasse. Hat nicht viel gebracht, der rast gleich weiter. Ihr könnt mir ja auch nicht helfen. Nö, ihr könnt mir ja auch nicht helfen.
Gut. Was soll ich jetzt hier machen? Ich würde mal sagen, dass eigentlich jeder mit dieser Callout. Warte, Callout zu Ende ist, weil ich habe hier alles geschaut, gemacht. Machen kann ich hier nichts mehr. 10-4. Würde ich mal sagen, fahren wir am Strand lang, ne? Kann ja immer was passieren. Mach ich sonst mal eine Kontrolle. Gut, Parkplätze sind aber auch nicht so ordentlich gemalt, ne? Einmal für Fahrzeug abfragen. Target vehicle license plate. Zero Fahrzeug nine George abfragen. Union 1-6-4. Target 10-4. Auch gleich. Ich sehe ja, wenn es nicht clean ist. Gut, der hier wird abgeflattert und da haben wir einen Einsatz. Da ist irgendein Einsatz, oder nicht? Schreibt mal in die Kommentare, welches Land ihr noch feiern würdet. Also Amerika, Schweiz. Gut, da gibt es nicht so viele Mods, aber es gibt ja noch viele verschiedene Länder. Wa, stopp, 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 stopp. Oh shit. Warte, ich bück mich und überfahre den jetzt einfach. Oh shit, nicht mehr überfahren kann ich den. Oh. Ah. Meine Güte, nicht mal jemanden überfahren kann ich. Ach Gott. Warum habe ich jetzt schwarze Haare? Also. So. Ohne Warnweste. Jetzt noch so. Und dann. Spawn, Police. So. Jetzt bin ich leicht sauer. Ja, du komm. Ja, ich war mal vor, dann fährt er mir nämlich hinten rein. Oh, warte, da war doch ein Parkplatz. Hier sind nämlich Parkplätze. Willst du mich? Jetzt komm, fahr. Jetzt fahr einfach, komm. Gut, da ist wohl jemand komplett reingesoffen. Ey, da kann ich gleich mal. Der kann gleich mal aussteigen. Sie können gleich mal. Haben Sie was getrunken? Ich habe nichts getrunken. Haben Sie irgendwelche Drogen genommen? Gut, Ihr Fahrzeug wird aber abgeschleppt, weil so wie Sie fahren, können Sie nicht fahren und Sie dürfen zu Fuß weitergehen. Ist mir auch Latte, ob Sie einen Führerschein haben oder nicht. Aber sowas kann ich angehen. Schönen Tag noch. Nächstes Mal kassieren Sie aber wirklich mit Knast. Dafür, dass Sie nicht angehalten sind. Prüft den hier mal.
gut parken und gut parken, ne? Das Fahrzeug überprüfen, Porsche, 911er. Target Vehicle License Was soll Plate. das? John, John, Mary, 067. Target is 10-4. Ey! Der hat mich angefahren. Ja, ich bin schuld daran. Oh, und Raub. Raub, schnell dahin. Schrotze. Ja gut. Nein! Hey! Nehmen Sie die Hände hoch! Hände hoch! Wenn Sie noch einmal auf mich schießen, werde ich Sie erschießen. Hat der einen Täter, Co-Partner oder was? Einmal eben erst bitte schnell. Ja gut, das war auch schnell erledigt, ne? Ambulanz. Profis, ne? Ihr regelt das, ne? Ich fahre nämlich da mal hin. Och nee. Meinen Sie mich jetzt ernsthaft? Ich dachte schon, der will mich angreifen. Der nächste Schuss ist scharf. So, jetzt runter auf den Boden. Ja, komm, jetzt runter auf den Boden. Ich hab das Messer aus der. Ja, komm, runter. Ich hab die Waffe, Messer weggeschossen. Gehst du jetzt mal runter auf den Boden? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Dankeschön, auch mal. Hat ja nur 2 Stunden gedauert. Sind festgenommen, weil sie mit dem Messer rumgelaufen sind und nicht abstechen wollten. War keine schlaue Idee, ne? Ich werde es mal durchsuchen. Und ich sag doch, mach das immer so. Wenn sie etwas da haben, was mich töten kann, dann werden sie kassieren. Da haben sie Glück. Das werden sie überleben. Sie werden jetzt wegknien. Ich werde mal Kollegen anfordern, die wieder nicht fahren können. Ah, da sind sie ja schon. Ja, die werden das schon regeln. Dankeschön. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Ach komm, weißt du was, Alter? Gut, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt mache ich mal das Reden aus. Jetzt bleiben sie doch stehen, Alter.
Dann werde ich sie halt aus dem im Auto tasern. Komm, Wächter. Nein, sag jetzt nicht, die ist daran verreckt. Nein. Ich hol mal eine Feuerwehr, die können die ja auch reviven. Ambulanz hatten wir heute schon 100 Mal. Die fragen sonst, was ich mache mit den Leuten. Das wäre schlecht, wenn die fragen. Schreibt mal rein, wie ihr den Wagen findet. In die Kommentare. Das passt nicht, wenn die Feuerwehr mit so einem kleinen Horn rumfährt. Da werde ich wahrscheinlich nochmal die Sirenen austauschen. Ey, ihr könnt auch nicht besser parken, ne? Wo läuft euer Kollege hin? Hä? Ich hab doch extra. Ja, egal. Ah, Maddie kommt schon. Ich mach mal ein Foto, ne? Selbstporträt drücken. Das will ich natürlich speichern. Natürlich ohne die Leiche drauf. Ich schiebe mal die Corona-Unit hoch. Macht eure Sirenen aus. Dankeschön. Gut, man kann auch nicht besser. Feier, wie man es nimmt, ja, schon irgendwie leicht. Ihr nehmt sie mit, dann ist das nicht mehr mein Problem. Und dann würde ich sagen, dass es das mit dieser chilligen Folge LSPFA war. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall liken nicht vergessen, weil es würde mich riesig unterstützen und ein Abo natürlich auch. Das, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonnieren. Und ciao.